So, meine Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Und wir haben letztes Mal Sords Tochter Aesir kennengelernt, die auch auf der Suche nach einem Hase? Gewölbe war. Hier? Dieses Gewölbe haben wir Du vor kannst ihr nicht hier sein. gefunden. Und dort waren auch unsere Freunde Halsteyn und Sikkun, ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Ja, die wohl bei einem Ritual geopfert wurden. Und unser Ziel ist es jetzt hier nach Eitri zu gehen und den Mörder ausfindig zu machen. Das ist doch die Region, wo alles gestartet hat, oder? Also wo wir dann gegen Sword gekämpft haben. Und es gibt auf jeden Fall ein Upgrade, das seht ihr gleich. Ich habe ein neues Reittier. Aber ich bin da durch puren Zufall dran gekommen. Wo muss ich runterspringen? Als wär's nischt, ne? Ah, da, da. Genau, und zwar diesen schönen Eber. Und das ist dieser Gold, soweit ich das verstanden habe, das ist eigentlich der goldene Eber von Freya. Und ich bin hier erforschen gewesen und wollte zu einem Weltenereignis und dann kam plötzlich ein Jötner auf mich zugeritten, halt auf diesem Eber. Und ich wusste gar nicht, dass das Weltenereignis ist, ich habe einfach auf den Jötner losgeprügelt. Und als der besiegt war, ja, halt, der Goldenbürsti oder wie auch immer der heißt. Du alter Freund, schön, dass wir dich wieder haben. Du kannst mir doch helfen. Ich dachte, okay. Das war das Weltenereignis. Und jetzt habe ich ein neues Reittier. Und der ist aber angeblich schneller als jedes Pferd. Und momentan kommt es mir eher so vor, als wäre er langsamer als die Pferde hier im Spiel. Also ich könnte da unten durch. Och, jetzt komm schon, da unten war doch ein Haufen. Aber gut. Ich habe ja hier keinen Fallschaden, weil ich eine göttliche Rüstung trage. Ach kommt. Wir fliegen da jetzt hoch. Und ja, was ich herausgefunden habe, man kann auf einige dieser Irgendwo Gesteins. hier habe ich das Siegel aus dem Gewölbe gezogen. Ich, man kann Ich auf muss einige dieser unbedingt hier umkehren. Bei rumfliegenden aller Aufregung Gesteinsbrocken. hatte ich gar keine Zeit, über Ragnarök nachzugrübeln. Wann wird der Sturm hereinbrechen? Morgen oder in ferner Zukunft? Ich schätze, Letzteres ist wahrscheinlicher. Ich habe Loki für seine wie auch immer geartete Beteiligung an Baldas Schicksal eingekerkert. Auch seinen Sohn ließ ich in Ketten legen. Und was ist mit Sord? Die Weissagungen sprechen auch ihm eine Rolle in Ragnarök zu. Doch vorerst ist er nur der Entführer meines Kindes, nicht der Bote der Dämmerung. Trotzdem, sobald Balda in Sicherheit ist, kehre ich nach Asgard zurück und stelle ein Heer auf. Tu das. Muspelheim muss erobert werden. Ohne Gnade. Also man kann auf manche dieser Gesteinsbrocken tatsächlich drauf und da gibt es dann Steine, die sich Glutmuspelzen nennen oder so. Und mit denen kann ich meinen Armreif verbessern, sodass ich jetzt zum Beispiel drei Fähigkeiten haben kann. Ansonsten ist der Armreif übrigens jetzt schon auf 100%, außer die Sachen, die wir halt durch diese Glut bekommen. Moment hier. Ja, das ist alles schon freigeschaltet. Nur hier ist halt so. Das muss ich noch machen.
Oh, schön, da oben. Wahrscheinlich in dem Haus drin. Ach, jetzt komm, Eivor. Jetzt tu nicht so, als ob du hier nicht hochklettern kannst. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, ja, ja. Ich gehe hier einfach wieder Frontalangriff. Das ist schnell vorbei. Ja, jetzt komm, geh da hoch. Ernsthaft jetzt? Da kann ich nicht drauf. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. So, dann kann mir das Feuer zumindest nichts mehr. Ja, kann mir Sünen auch sagen, wer den Schlüssel hat? Irgendwie nicht. Da hängt doch, ja, da hängt wieder so eine Alarmglocke. Okay, die hat einen. Schlüssel. Gibt es noch mehr? Na, einen muss es noch geben. Komm doch, du Gott. Ist das hier? Ah, und die hat den letzten. Ritterschlüssel. Sieht aus, als wäre das alles. Kann ich mir hier direkt die Rüstung holen? Ach so, das ist wieder, damit ich da. Okay. Feuerriesenmantel. Lies es in Mara, Feuer meines Herzens. Ich habe noch lange über unsere Unterhaltung nachgedacht und glaube, dass verschiedene Kandidatinnen in Frage kommen. Hirokin wurde in Zwarfall daheim gesichtet. Das war die, die uns mit dem Met geholfen hat, in Anführungszeichen. Sie hat uns ja nur gesagt, wo er ist. Zweifelsohne auf der Flucht vor Suttungs Mordgesellen. Ihr Huger wäre sicher überaus schmackhaft. Ich schlage vor, dass du deine Erwählten schickst, um sie einzufangen. Ich habe übrigens Gerüchte gehört, dass Suttungs Vorboten sich an der einsamen Insel herumtrieben. Ihre Anführerin, eine gewisse Rick, könnte für uns von Interesse sein. Ihr Huger ist recht mächtig, dessen bin ich mir sicher. Schlussendlich wird auch von einer Eisriesin gemuntelt, die noch mächtiger sein soll als die beiden. Du weißt, wen ich meine, die rechte Hand von Suttung. Allerdings wird auch ihre Verfolgung keine leichte Aufgabe. Viel Stoff zum Grübeln, dein ewiger Bewunderer, ergebenes Spielzeug und treuster Aladdiner Kalda. Okay. Da vergnügt sie sich also noch mit einem anderen. Aber gut, Zod scheint jetzt nicht der treueste und liebevollste Ehemann zu sein, also. Ich will nicht sagen, das entschuldigt's, aber. Sieh an. Wer immer das Ritual im Gewölbe angeordnet hat, war einst hier. Wie heißt es, was der Hahn mit den Hühnern darf, das dürfen die Hühner auch. Der Schuldige sucht nach einem Eis- und einem Feuerriesen, um sein Werk zu vollenden. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Ein Feuerriese, der seinesgleichen tötet. Schriftstücke über das Ritual. Es wird des Nachts durchgeführt. Es geht vor allem um etwas namens Hugerkehr.
Mein Albisch ist etwas eingerostet. Geistgefäß, glaube ich. Ist das dieser Gegenstand aus dem Gewölbe? Hier hat der Schuldige Albenrunen entziffert. Es geht um das Binden der mächtigsten Hugier. Mhm. Ja, hier oben ist noch was. Eine Nachricht von Sinmara. Das Ganze wird wohl streng geheim gehalten. Nur sie und Zucht wissen davon. Da geht's noch weiter hoch. Aber wie? Wie komme ich da hoch? Okay, da ist ein Loch. Ach, kann ich das jetzt Treppe nutzen? Ja. Wahrscheinlich wäre es auch irgendwie anders gegangen, aber ist da jetzt auch. Das Gewölbe ist hier vermerkt, genau wie ein weiterer Ort. Vielleicht noch eine Ritualstätte. Oh je. Na, wer überfällt mich jetzt von hinten? Du bist wirklich leichtfüßig, Acer. Ah, Acer. Verfolgst du mich jetzt? Du bist recht nützlich geworden, Aase. Hab Dank für das Öffnen des Gewölbes. Nun sag mir, was ist dort geschehen? Ich folge der Spur des Gestanks. Genau wie du. Verrätst du mir vielleicht, wieso? Vor Tagen beorderte Sinmara meine besten Krieger zum Gewölbe, ohne es für nötig zu halten, mir Bescheid zu geben. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Zumindest zielt dein Argwohn in die richtige Richtung. Wessen Behausung ist das hier? Er nennt sich Kaldar. Ein Meister der Zauberei, die auch Seder genannt wird. Dies ist der Ort, an dem er seine Kunst ausübt. Was er da auch tut, Seder ist es nicht. Zumindest keine Form, die mir bekannt ist. Er benutzt etwas, das Hugakir heißt. Es ist Teil eines tödlichen Rituals. Und dieser Raum sagt mir, dass sich die Toten weiter anhäufen werden. Zwerge, Jötner, Muspelsvolk. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie auch. Deine Stiefmutter verachtet dich und misstraut dir. Dein Vater nur Letzteres. Bisher. Doch ihre vergifteten Worte könnten bald dafür sorgen, dass er dich ebenso hasst, wie sie es tut. All das ist eine Lüge. Ein unredlicher Versuch, mich gegen sie aufzuhetzen. Ja, natürlich. Sieh dir den Dreck doch selbst an. Eine andere Wahrheit wirst du dort nicht finden. Wo willst du hin? Nach Hause. Dem Hugakir nach. Was es auch ist, dein Vater braucht es. Das könnte das einzige Druckmittel sein, um meinen Sohn zurückzubekommen. Kaldar hatte einen von Wasser umgebenen Ort im Nordosten auf der Karte vermerkt. Wenn er dort ein weiteres Ritual plant, kann ich vielleicht dadurch verstehen, welchen Wert dieser Hugakir hat. Vielleicht. Wollen wir erst mal gucken, was das hier ist? Irgendwie kommt mir der Name Buldi bekannt vor. Denk nach, wenn's nicht hier ist. Hallo, ich habe F gedrückt. Also wirklich, wo ist es nur? Hallo, ich drücke doch. Geht es dir gut? Geht doch. Hier draußen ist es gefährlich. Gefährlich? Dieser Ort ist das Juwel Svartalfheims. Nirgends ist es sicherer, das verspricht. Ja, sieht man. Nein, ich suche lediglich ein Spielzeug, das mein Sohn fallen ließ. Nichts Wichtiges. Er hat mehr als genug zu Hause. Und ich muss zurück. Meine Frau wird sich fragen, wo ich wette, die sind beide tot. Komm, lauf ein Stückchen mit mir. Ich möchte dich meinem Jungen vorstellen. Er wollte schon immer einen Aasen treffen. Ich verstehe deine Sorge schon. Wir haben auch gehört, dass die Feuerriesen kommen. Aber ich wüsste nicht, was sie mit Svartalfheim wollten. Sie sind aber bereits hier, sogar ganz in der Nähe. Deswegen solltest du Zuflucht suchen. Ihr Aesir, ich hörte schon viel von eurer Freude am Scherzen. Sag, hast du je ein Tor getroffen?
Wir stehen uns nah, ja. Mein Sohn liebt nichts mehr, als von Thors Abenteuern zu hören. Vielleicht könntest du uns von einem erzählen, wenn du die Zeit hast. Gehen wir weiter. Oh, ja, natürlich. Wo sind die Deinen? Die meinen? Na, überall um uns. Wahrscheinlich sehen sie uns aus ihren Fenstern an, aber beachte sie nicht. Einen Asen sieht man schließlich. Was ist denn? Verzeih, ich scheine deinen Namen vergessen zu haben. Ständig nenne ich dich Ase, was sich recht unhöflich anfühlt. Ich habe viele Namen. Manche nennen mich Havi, was du auch gern tun kannst. Oh, danke. Havi, ein guter Name. Bringen wir dich nach Hause. Hm? Oh, ja, ja. Hier, mein Haus ist das nächste. Ich muss dich bitten, aufzupassen, wohin du trittst. Meine Frau hat erst heute Morgen diese schöne Blume gepflanzt und... Und... Siehst du? Siehst du das? Sehe ich was? Feuerriesen, die in mein Haus gehen. Nein! Was denn? Posttraumatische Belastungsstörung vielleicht? Denk nach. Wenn's nicht hier ist... Dieser Spielzeughammer, ist das... Mjölnir, ja. Der ganze Stolz meines Sohnes. Sag, hast du je Thor getroffen? Wie gesagt, wir stehen uns sehr nah. Er verdrängt es, dass die tot mein sind. Mein Sohn liebt nichts mehr, als von Thors Abenteuern zu hören. Vielleicht könntest du uns von einem erzählen, wenn du die Zeit hast. Er sollte hier sein. Jeden Augenblick sollte er hier sein. Mein Freund, du musst diesen Ort verlassen. Er ist gefährlich, aber das weißt du doch, oder? Gefährlich? Also, dieser Ort, er ist das Juwel. Deine Frau und dein Sohn sind tot. Richte deiner Frau und deinen Sohn Grüße aus. Du musst mir zuhören. Deine Frau und dein Kind kommen nicht hierher zurück. Kein Zwerg kommt an diesen Ort zurück. Sie sind mit höchster Wahrscheinlichkeit tot. Alle außer dir. Muspels Volk wird sie alle getötet haben. Es gibt keine andere Erklärung. Du irrst dich. Bist verwirrt. Ja, genau. Oder grausam. Ich weiß nicht was davon, aber es ist mir auch egal. Verschwinde! Verschwinde aus meinem Heim! Sieh dich um. Das ist kein Heim. Das ist ein Grab. Ich sagte, verschwinde! Verschwinde von hier! Ich lade dich ein. Erzähle dir von meinem Sohn! Mein Sohn! Wo ist er? Wo ist mein Sohn? Was haben sie? Wo sind sie? Du musst diesen Ort verlassen, bevor die Feuerriesen dich auch finden. Verschwinde! Geh! Also gut. Mein aufrichtiges Beileid in jedem Fall. Okay, ich weiß nicht, ob das andere mir jetzt großartig was gebracht hätte. Richte ihnen schöne Grüße aus. Da wäre ich wahrscheinlich einfach direkt gegangen, ohne diese Streitereien. Oh je, das ist unschön. Wo muss ich hin? Da hoch. Ja, hier zum Beispiel war so ein Steinchen. Ich habe keine Zeit für euch. Kalter könnte hier sein.
mehr. Da, direkt rein in die Flammen. Hier. Und was siehst du? Fürst Calder, mit deiner Erlaubnis kehren wir nun zu Acer zurück. Ja, als ob die mich nicht bemerkt haben. Ich euch. Acers Krieger, wie passen die ins Bild? Sie sind die Opfer. Ihre Hauptmänner, oder? Ein Posten, den ich mit zwei anderen teile. Du bist mir gleich aufgefallen. Stark. Entschlossen. Er wird sie töten, als Opfer. Komm mal hierher. Sigrun und Halsteyn waren zwei der geachtetsten Söhne Ivaldis. Wenn solch ein Ruf Bedingung für diese Rituale ist, lockt Calder diesen Feuerriesen sicherlich in den Tod. Ob es wohl eine Möglichkeit gibt, das Ritual aus nächster Nähe zu beobachten? Ich muss mich Calder nähern, ohne dass er es bemerkt. Vielleicht wäre eine Täuschung das Beste. Tada! Auserwählte. Zusammen lassen wir Sods Willen geschehen. Wem von... Ui. Ja, es ist wieder ein ISO-Artefakt. Was sollte das jetzt bringen? Du! Nein! Pass auf, der Hugger! Du musst sterben! Acer bringt sich noch selber um. Gehen jetzt wirklich ihre eigenen Leute auf sie los? Na gut. Das war auf jeden Fall schon einige Male so, dass so ein Artefakt die Leute gegen ihre eigenen Leute aufgebracht hat. Vergieß den Schweiß der Schlacht! Oh, läuft noch gut. Ich kann also einfach drüber latschen. Ach, mein Hugo ist ja voll. Das sehen wir gleich. Oh, da ist wieder was Neues im Codex. Ach, sind wir noch einer? Okay. Codex. Personen. Wahrscheinlich ist jetzt Kal da drin. Eine weitere rätselhafte Gestalt ohne offenbare mythologische Entsprechung. Der Feuerriese Calder scheint an dunklen, gewaltvollen Künsten interessiert gewesen zu sein. Nach modernen Maßstäben wäre er vielleicht als Wissenschaftler durchgegangen, hätte er nicht diese Vorliebe für Tests an seinesgleichen gehabt, was ihn wohl eher zu einem kreativen Folterer macht.
Natürlich hinten bei so einer Magmagrube. Was hab ich denn gedacht? Diese Narren stellten sich ihr in den Weg. Was? Welche Narren? Da unten. Sich gewehrt, aber nur kurz, nehme ich an. Und mit welcher Wucht traf er auf diesen Felsen? Vermutlich starb er beim Aufprall. Keine weiteren Leichen auf diesem Kriegspfad. Der hier starb zuletzt. Ace holte Calder ein. Seine Krieger stellten sich ihr in den Weg, während er weiterlief. Aber Ace fuhr wie ein Wirbelsturm durch sie hindurch. Die Spur der Toten verrät ihren Weg. Calders ebenso. Und am allerwichtigsten den des Hugakers. Sie laufen nach Westen. Ich muss Calder vor Ace finden. In ihrem Blutrausch ist der Hugakir nicht sicher. Ah, okay, ich bin... sehen, was du siehst. Sieht aus, als hätten die beiden alle Feuermuspelshelms mitgebracht. Und Freya wundert sich, warum ich nie einen Ausflug zu diesem verbrannten Dunghaufen mit ihr machen wollte. Zwei Paar Fußspuren. Eines mit großen Abständen wie auf der Flucht. Das andere enger, unregelmäßig von Blut umgeben. Möglicherweise humpelnd. Nach da unten. Ace und Calder haben hier gekämpft. Es wurde Blut vergossen. Hier kämpften Ace und Calder. Er gewann die Oberhand. Törichtes Mädchen. Dein Zorn macht dich verwundbar, Ace. Sie ist verletzt, aber nicht genug, um aufzugeben. Anscheinend ist sie Calder auf diesen Hügel gefolgt. Na okay, ja, hier sind Spuren. Ich habe das Gefühl, das wird für Acer nicht gut ausgehen. Und dass es wir diesmal tatsächlich nicht sind, die ihr Ende herbeiführen. Aber schauen wir mal. Na, da sind noch Blumen. Ein bisschen Huger nehme ich noch mit. Okay. Kriegfeindin. Jötna! Ich darf hier nicht erwischt werden. Ace hat noch Calder in Sicht. Nur diese neugierigen Jötner, die mir im Weg stehen. Sie sollten fliehen. Werden sie aber nicht. Die Toten stapeln sich. Für diese Feuerriesen kam Ragnarök schon eher. Eingesetzt, um jemanden zu fesseln. Oh je. Und offenbar war es Acer. Und da sind Schleifspuren, die zu ihm führen. Also sind die von der anderen Seite gekommen, oder wie, oder was? Acers Speer. Zurückgelassen. Konnten Calder und seine Schergen sie letztlich besiegen?
Würde mich nicht wundern. Acer folgte Calder in dieses Lager. Sie hat geblutet, war blind vor Wut und erschreckend leichtsinnig. Sie scheint einen Preis dafür gezahlt zu haben. Sie brach herein, zerfleischte alle, die dumm genug waren, sich zwischen sie und Calder zu stellen. Doch es gab zu viele dieser Dumm. Verletzt und entwaffnet wurde Acer überwältigt und gefesselt. Calder ließ sie dann wie einen Sack Rüben auf einen Karren werfen. Sieht aus, als hätten sie diesen Pfad genommen. Oh je. Oh je, oh je. Der kleinen Prinzessin vor, nun da sie seine Gefangene ist. Doch sicher nicht. Ich ahne Schlimmes. Die Spur führt nach Westen. Ich muss Calder finden und den Hoger Kehr. Um Baldur's Willen. Hier verweilten sie kurz, bevor es weiterging. Wahrscheinlich, um Acers Fesseln zu überprüfen. Selbst in ihrem jämmerlichen Zustand war sie sicher ein harter Brocken. Sie hat ja sogar mich überwältigt. Kurzzeitig. Vielleicht würde Baldur meine Mittel nicht gutheißen. All die Grausamkeiten, die ich für ihn begehen muss. Acer und er sind jung. Reinen Herzens, aber mit wenig Scharfsinn. Na, Acer ist mit den Methoden ihres Vaters ja auch nicht einverstanden. So sehen wie ich. Bis dahin ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie lang genug leben, um diese Weisheit zu erlangen. Und so kann ich es mir nicht leisten, ohne Fehler zu sein. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Hier sind sie abgebogen Richtung Fluss. Oh, Acer, bist du das wieder, Wütende? Nö. Willst du dein Schicksal herausfordern? Ich sterbe heute nicht. Kannst du dasselbe behaupten? Ach ja, du hast schon einmal bewiesen, wie du es genießt, völlig sorglos herumzustolzieren. Hat dir der Hugerkerl keinen ausreichenden Vorgeschmack geliefert? Genug der nutzlosen Worte. Gib mir, was nun mein ist. Oder soll ich es mir einfach nehmen? Um Angst zu kennen, müssen wir ihr erst ausgesetzt sein. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mir Acers eigensinnigen Huger nehmen. Bald darauf wird der Hugerkerl vollständig sein. Dann wirst du wissen, was Angst ist und Schmerz, genau wie dein Sohn. Oh, das hätte er nicht sagen dürfen. So ein verzweifelter, schwächelnder Mann. Ich will... Na, verdammt. Verdammt, ich wollte ausweichen. Ich bin doch ausgewichen! Ganz und gar. In diesem Fall fiel der Apfel weit vom Stamm. Aha. Warum sammelt Sword Hug hier? Was hat er mit dem Hugerkehr vor? Sag es mir. Jetzt ob ich ihn da hinkriechen lasse, ne? Warum planst du mein Werk zu vollenden? Frag dich, wie sehr du in deinen letzten Momenten leiden möchtest. Na los, tu es! Du verschwendest deinen Atem. Er wird es dir nicht sagen. Das muss er auch nicht. Ich kenne seine Geheimnisse nun. Du willst sie? Geh zur Seite. Geh zur Seite oder ich vernichte ihn.
Der haut gleich ab. Verräterin? Du bist es, der seinesgleichen abschlachtet. Was ich tue, tue ich für Surt. Solch eine Hingabe erfordert einen starken Laut den Briefen Ruger. Auch für Sinmara. So viele Opfer. Und du hättest nur nach innen blicken müssen. Sie sieht so gruselig aus. Hatte er recht? Willst du den Hugakerr vervollständigen? Surt wird meinen Sohn gegen nichts tauschen, das er nicht verwenden kann. Also wirst du es durchziehen? Wozu? Wie viele Leben würdest du nehmen? Für Baldr würde ich alle 9 Welten lehren. Sogar Asgard. Die Worte eines schrecklichen Königs. Und eines selbstlosen Vaters. Das ist das Einzige, was dich von meinem unterscheidet. Du willst deinen Sohn zurückhaben. Ich will die Pläne meines Vaters in Scherben sehen. Egal, was es kostet. Kannst du beides wahrmachen? Kann ich. Doch dann brauche ich deine Hilfe. Der Hugakerr benötigt immer noch den Huga eines Jötun. Kalda hat Nian gefunden. Ich muss auf die Jagd gehen. Tu, was du willst. Ich schließe mich erst einmal meiner Stiefmutter an, wo sie auch sein mag. Wir haben doch genug Jötun überall gesehen. Ich werde herausfinden, welche Rolle der Hugakerr in Vaters Plänen spielt. Und dabei mime ich natürlich ganz die reuige Stieftochter. Behalt es. Dann kann ich dich finden, wenn es Zeit ist, meinen Vater zu stellen. Du hast eine Verbindung zu diesem Schmuckstück? Anfangs wollte ich dich zu meinem Vorteil benutzen. Nun stehe ich in deiner Schuld. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, wozu mein Vater fähig ist. Er hat unser Volk benutzt. Uns zu seinem Vorteil gegeneinander aufgehetzt. Das kann ich ihm nicht vergeben. Und somit bin ich deine Verbündete. In Asgard sind Verbündete Freunde. Übertreiben wir es nicht gleich. Neue Quest Malvik.